Hallo. Nachdem nun endlich alle Schienen verlegt sind und die gesamte Gleisanlage verkabelt ist, war es zum ersten Mal möglich, die schon länger fast fertiggestellte Weiche mit diversen Triebfahrzeugen zu befahren. Dazu erstmal die kritischen Zweiachser. Auch die V36 hat ja nur zwei Achsen auf den Gleisen, die mittlere schwebt im Modell ja leider ein Stückchen darüber. Die Überfahrten klappen erfreulicherweise auch recht ordentlich. Die Steuerung des Weichenservos und die Herzstückpolarisierung erfolgen hier noch manuell. Für diese Aufgaben wird später vermutlich ein Uhlenbrock 76800 oder was ähnliches zum Einsatz kommen. Nachdem die Weiche also den Zweiachser-Test bestanden hat, war ja anzunehmen, dass es mit der V100 auch keine Probleme geben wird. Die ist ja bekanntermaßen eh eine der besser laufenden Z-Loks von Märklin, zumal im Digitalbetrieb. Nicht nur deshalb zählt sie schon immer zu meinen Top-Favoriten bei den Loks, auch im leider nur noch recht selten anzutreffenden Original. Der Kontakt am Herzstück ist auch bei Schrittgeschwindigkeit zufriedenstellend. An der rechten Weiche fehlt nur noch der Radlenker am Abzweig, die linke benötigt außerdem noch Stellstange und Antrieb. Vom Einfahrtsbereich jetzt noch einen kleinen Abstecher zum zukünftigen Bahnhof. Die beiden ehemals beige glänzenden Pertinax-Gleise auf der linken Seite haben mittlerweile einen dunklen Grundanstrich erhalten. Die davor verwendete Holzlasur, die auch teilweise bei den anderen Gleisen verwendet wurde, hat zwar erstaunlich gut gefärbt, aber nicht den Glanz genommen, was vor allem bei Gegenlicht ziemlich hässlich aussieht. Nach dem Anstrich mit einem Mattlack ergibt sich aber ein einigermaßen homogenes Bild. Das war es mal wieder für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.